you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done. Leute, ein herzlich willkommen zum Wochenend-Vlog hier auf Alles Alex. Ihr habt ja gerade schon im Schnittbild vorher gesehen. Ich habe im Auto noch ein bisschen schnippeln müssen. Hab gestern schon angefangen, bin dann aber eingepennt. Ritwan meinte so mit Hand auf dem Laptop. Es hat so ausgesehen, als würde ich im Schlaf noch schneiden. Ja, jetzt wollte ich das heute Morgen fertig machen. Aber um auch aufnehmen zu können, habe ich die Karte raus, habe die Dateien auf meinen Laptop gezogen und musste die dann halt neu verknüpfen. Hat auch erst alles wunderbar funktioniert, aber auf einmal war komplette Timeline verschoben. Da, die Mitte war hinten, der Anfang war Anfang, aber das Ende war in der Mitte und ich denke so, was ist denn jetzt los? Ich war so kurz davor, fertig zu sein, merke auf einmal, Alter, das stimmt ja gar nichts mehr. Wie ist das denn? Ja, jetzt bin ich leider nicht fertig geworden. Ja, vielleicht kommt der Vlog heute etwas später oder gar nicht, vielleicht auch erst morgen. Wir werden sehen. Ich habe draußen schon mal alles vorbereitet und ja, jetzt geht's los. Arbeiten. Heute gibt's nur ein Part. Weil ja keine Mittagspause, wie ihr wisst, samstags. Ne? Gut, in dem Sinne, starten wir. I've given you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy? Heute gibt's mal kein Schnittbild vom Sachen reinräumen. Eskalation. Heute gibt es kein Schnittbild von Sachen rein und hatten wir jetzt die letzten Tage genug. Ich habe euch Schnittbilder von während der Arbeitszeit gezeigt. Und Quantum, du hattest ja mal gefragt, ob es vorkommen kann, dass man rumsteht. Jetzt hast du es auch mal gesehen. Tatsächlich, es kann vorkommen. Hallo jetzt. Braucht eh keiner mehr, das Wochenende. Gut, also ihr wisst, jetzt heißt es Sachen rausschicken und dann geht's ab nach Hause in den Feierabend. Heute Abend kommt Chiara noch vorbei. Es ist ja dieser Voldemort-Fanfilm erschienen und sie hatte mich schon mal gefragt, ob wir den nicht zusammen gucken sollen. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt neue Bude, wolltest ja eh mal vorbeikommen, lass doch das heute Abend machen. Dann hat sie gesagt, ja klar, kein Thema. Und jetzt hat sie mir vorher geschrieben, dass sie kommt, weil sie wusste noch nicht genau, ob sie es heute schafft oder ob wir es verschieben müssen. Aber es klappt und in dem Sinne, wie gesagt, ich mach klar schief und dann geht's heim. But I hope that you give me one chance to make you mine. When I close my eyes. You know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Erstmal lecker Döner, Mampfen. Guten Abend, liebe Leute. So, ich gehe noch kurz einkaufen, bevor Chiara kommt. Ich hatte sie gefragt, ob sie noch irgendwas will für den Filmabend. Und hat sie gemeint, Kekse mit Schoko. Ich habe gesagt, alles klar, gehe ich noch einkaufen. Und ja, die dürfte jetzt, ich denke mal, nächste halbe Stunde kommen. Ob der Laden hier ist, ja nicht weit weg von mir. Gell? In dem Sinne, gehen wir uns einkaufen. Sehen uns später. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Ja, sie hat ein neues Handy, das muss sie gerade ein bisschen einrichten. Ja, sie hat sich mal gegönnt, gell? Ja. iPhone X. Oder iPhone X, keine Ahnung, wie man es jetzt genau nennt, ich weiß es nicht. Ja, wir werden jetzt gleich den Voldemort-Fanfilm gucken. Und ja, vielleicht gibt es danach ein kurzes Feedback. Vielleicht auch erst morgen, man weiß es ja nie, gell? Ja. Ich habe schon so ein bisschen was im Internet darüber gelesen, aber ich dachte mir, nein, ich mache mein eigenes Bild, ist immer besser. Merkt euch das. In dem Sinne, bis später. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem nächsten Tag. Wobei man eigentlich nicht mehr guten Morgen sagen kann. Wir haben jetzt schon 16.20 Uhr, ja, aber Hörerläden sind noch zu, weil der Alex am Chillen ist, gell? Ja. Okay, ich wollte ja ein Feedback zum Film da lassen, hatte ich gestern noch angekündigt.
Also an sich, er war cool umgesetzt. Effekte für einen Fanfilm echt top. Ich meine, der war ja auch durch Crowdfunding, glaube ich, finanziert. Ich habe aber auch gelesen, dass das aufgrund von einem Rechtsstreit irgendwie beendet werden musste, die Kickstarter-Kampagne. Also ich weiß nicht genau, wie sie es dann am Schluss finanziert haben, aber war echt top gemacht. Was ein bisschen gestört hat, war die Synchro, weil scheinbar war das zuerst auf Italienisch. Und als man dann gemerkt hat, dass das extrem an Beliebtheit gerade bekommt, musste man halt nachsynchronisieren. Und ja, aber so an sich Effekte top, aber na, es gab so ein paar Sachen, wo man dachte, irgendwie nicht so. Ja, also weiß nicht, es war nichts Ganzes und nichts Halbes irgendwie so. Also was wie ich ihn fand, keine Ahnung, ich kann es nicht wirklich beschreiben. Also ich fand nicht ultra kacke, ich fand aber auch nicht mega geil, dass ich sagen würde, boah, den muss man unbedingt sehen und hier und da. Na, mal gucken, vielleicht kommt der nochmal was und keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, gut. Aber das war's dann auch mit diesem Vlog. Ich mache mich jetzt dann demnächst anschneiden und würde wie immer sagen, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, haut rein. Fuah!